Ich habe mal überlegt, welche 10 Dinos ich mir auf jeden Fall immer zähmen würde, wenn ich die Chance dazu hätte, und das ist dabei rausgekommen. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wenn du Bock auf hilfreichen Arc-Content hast, dann bist du mit einem Abo hier genau richtig, denn mittlerweile gibt es über 80 Arc-Videos, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Aber kommen wir zum Video und es sei mal dazu gesagt, dass die hier alle in der willkürlichen Reihenfolge aufgeführt sind, denn die sind ja alle in einer anderen Situation nutzbar und dementsprechend finde ich, kann man da kein richtiges Ranking machen. Wir fangen an mit dem Iguanodon. Den zähme ich mir am Anfang immer sehr, sehr gerne, denn es ist ein relativ einfacher Tame. Und man sieht jetzt auch hier, dass wenn wir uns auf allen Vieren bewegen, dass tatsächlich gar keine Ausdauer runtergeht. Das heißt, der ist mega gut, um dann beispielsweise Gebiete zu erkunden und das eben auch schnell. Wenn ihr den noch weiter auf Geschwindigkeit skillt, was auf jeden Fall möglich ist, dann kommt ihr sogar noch schneller von A nach B. Und am Anfang ist er tatsächlich auch sehr gut einfach im Nahkampf. Man sieht es jetzt hier mit seinen zwei Daumenangriffen quasi. Das heißt, da seid ihr auch ganz gut geschützt, wenn ihr erkunden wollt. Ist übrigens ab Level 30 verfügbar. Tier Nummer 2 ist der Direwolf und der ist mega gut, weil ihr seht jetzt schon, hier ist kein Sattel drauf und wir können ihn trotzdem reiten. Das heißt, theoretisch könnten wir den ab Level 0 bzw. Level 1 und 10. Ich habe den vor allem in meinem Arc-Let's Play für Höhlen genutzt, da war der einfach mega gut und mega stark. Vor allem eben am Anfang, weil ihr ihn eben ohne Sattel nutzen könnt und wenn ihr euch mehrere davon zähmt, könnt ihr auch so einen Rudelbuff ausführen, beziehungsweise ihr habt einen Rudelbuff und dann seid ihr sogar noch stärker. Kann allerdings auch ein bisschen tricky sein, den zu zähmen, wenn ihr den im Rudel erwischt, weil da sind einfach mehrere davon da. Da gibt es auch eine Let's Play-Folge zu, wo mir das sehr gut gelungen ist. Aber auf Scorched Earth habe ich die jetzt auch schon alleine gesehen. Das heißt, ist auf jeden Fall auch möglich. Tier Nummer 3 habe ich schon die ganze Zeit mit dabei und zwar ist das der Otter. Den könnt ihr nicht nur auf der Schulter tragen, sondern ihr könnt ihm auch lustige Hüte aufziehen. Dafür müsst ihr dann in sein Inventar gehen, dann irgendwie eine Lederkappe craften, einen Skin draufziehen und dann könnt ihr das Ganze auf seinen Kopf setzen. Aber deswegen würde ich ihn nicht zähmen, sondern ihr könnt ihn eben mit in Höhe nehmen, beziehungsweise dann auf euren Schultern tragen. Und das Gute hierbei ist eben, dass er ein Artefakt tragen kann. Artefakte spawnen ja relativ schnell zweimal nach, beziehungsweise ein weiteres Mal, sodass ihr zwei aufnehmen könnt. Und ihr könnt ja von einer Artefaktart immer nur eins zur gleichen Zeit tragen. Das heißt, wenn ihr solo unterwegs seid, ist der Otter auf jeden Fall mega gut und sinnvoll. Und er wärmt euch halt in kalten Gebieten. Das ist auch nochmal super praktisch. Tier Nummer 4, der Dödi. Ich habe zwar gesagt, dass ich die hier nicht geordnet habe, beziehungsweise dass man da kein Ranking erstellen kann, aber das ist mein absoluter Lieblingsdino. Finde ich einfach mega süß. Und ist halt super geeignet, um Stein abzubauen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, die Farmraten zu hoch gestellt zu haben. Die sind ein bisschen hoch, aber egal, ihr könnt da auf jeden Fall super mit Stein farmen. Ihr könnt eben mit ihm auch durch die Gegend rollen. Er ist mega süß. Und bei mir ist eben das Ding, dass ich versuche, jeden Dödi in der Natur zu schützen, wenn er denn angegriffen wird. Der ist übrigens ab Level 34 verfügbar. Einer meiner absoluten Lieblingsdinos ist der Baryonyx, wenn es darum geht, die Unterwasserwelt zu erkunden. Das ist ja quasi ein Hybrid, also ihr könnt an Land damit laufen und auch angreifen. Und im Wasser ist er natürlich auch sehr, sehr stark. Denn da habt ihr diese Stun-Attacke. Das ist quasi die zweite Attacke, die ihr ausführen kann. Da dreht er sich einmal so. Also man dreht sich dann einfach so und kann dann die Tiere eben stunnen und kann sie dann ganz leicht angreifen und hier abfarmen, ohne dass man dann selbst Schaden nimmt. Das funktioniert zum Beispiel bei dem Basilosaurus nicht, aber das ist ja nochmal eine ganz andere, besondere Form von einem Unterwasser-Dino bzw. Tier. Aber ihr könnt Alpha-Megalodons damit auch stunnen und die dann kaputt machen. Das ist mega gut, um Level zu farmen und um eben auch Equip zu bekommen. Und wie ihr eben gesehen habt, beim Basilo konnte ich die ganzen Rochen eben stunnen und dann besiegen. Und so könnt ihr euch dann auch zum Beispiel einen Basilo zähmen, mit dem ihr dann wieder noch viel einfacher durchs Wasser kommt. Deshalb da auf jeden Fall der Bari immer mein Go-To-Tier, wenn es darum geht, irgendwie unter Wasser was zu erledigen. Der ist übrigens ab Level 49 verfügbar. Wenn ich sage, ab Level 49 verfügbar, dann bezieht sich das natürlich auf den Sattel. Ihr könnt die natürlich auch alle schon vorher euch zähmen und auch benutzen, das ist völlig klar. Ein weiteres Tier, das ich gerne zähme, ist das Mammut. Finde ich, ist völlig unterschätzt. Da habe ich schon mal eine ganze Videoreihe dazu gemacht. Und das Mammut ist meiner Meinung nach echt ideal, um jetzt hier Holz zu farmen. Aber irgendwie kriege ich hier mehr Stroh als Holz raus. Komischerweise, das war auf jeden Fall mal anders. Steht beispielsweise im Dododex auch noch anders, ist aber egal. Dann fällt eine Fähigkeit eben von dem Mammut weg, aber ihr könnt euch damit eben auch super gut verteidigen und auch große Dinos platt machen, dadurch, dass das Mammut selbst eben sehr groß ist. Und es ist eben schon ab Level 31 verfügbar und eben auch tatsächlich relativ einfach zu zähmen. Dementsprechend habe ich immer gerne einen Mammut auch bei mir in der Base stehen. Kommen wir zum Diodon, müsste es ausgesprochen werden. Man sieht schon hier keine passive Heilung aktiv. Das heißt, mit diesem Tier können wir andere Dinos
Dinos heilen. Wie wir jetzt hier sehen, dafür müssen wir natürlich ganz viel Nahrung reinlegen, beziehungsweise müssen wir die Nahrungsanzeige skillen, damit wir da eben ganz viel verfügbar haben. Und dann können wir eben unsere Tiere heilen. Das ist auf jeden Fall mega praktisch für Bossfights. Da sollte man auf jeden Fall immer so ein Heilschwein dabei haben. Und auch wenn man Dinos züchtet und die Stats relativ weit oben hat, damit man dann die Dinos heilen kann, die noch nicht das volle Leben erreicht haben. Ist bereits ab Level 59 verfügbar. Machen wir weiter mit den Dinos, die wir für Bossfights nutzen können, beziehungsweise die einfach sehr, sehr wichtig sind. Der Yuturandos, man sieht es hier, Autoermutigung aus, beziehungsweise Autoermutigen aus. Und der hat eben die Fähigkeit, dass wir zum einen jetzt hier die Dinos wegfieren können. Normalerweise müsste er verschwinden. Zum anderen hat er eben die Fähigkeit hier noch mit der dritten Attacke quasi Dinos zu buffen, sodass sie noch stärker sind. Das ist für einen Bossfight auf jeden Fall mega praktisch, weil sie so einfach viel mehr Schaden machen und dementsprechend kommt er schneller bzw. besser durch und das Ganze dann eben in der Kombination mit so einem Heilschwein ist auf jeden Fall unschlagbar für einen Bossfight. Ist ab Level 80 verfügbar, beziehungsweise der Sattel ist halt ab Level 80 verfügbar. Das heißt, ihr könnt den theoretisch auch ohne Sattel für einen Bossfight benutzen, dann hat er aber leider keine zusätzliche Rüstung durch den Sattel. Einige von euch werden sich sicherlich schon gefragt haben, wo bleibt er denn? Der Giga ist tatsächlich bei mir jetzt diesmal auch in der Liste und es ist ja einfach einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste Dino im gesamten Spiel, ist einfach auch mega krass zum Fleischfarmen und macht euch einfach alles platt, da hat er gar keine Probleme und der kommt wohl sogar auch gegen Rock Elemental relativ leicht an, was ich irgendwie crazy finde, weil diese Rock Elemental ja einfach auch riesig sind, aber mit einem Giga solltet ihr da wohl keine Probleme haben. Ja, und der ist natürlich einfach auch cool, ne? Das Vieh ist einfach riesig groß, es dauert lange, den zu zähmen. Man muss unglaublich viel reinschießen, bis man ihn dann mal gelegt hat. Dementsprechend ist es auf jeden Fall ein cooler Dino, den man haben kann, haben muss, wie auch immer. Kommen wir zum riesigen Faultier, das Megatherium. Das ist mega nice, weil ihr könnt da ganz easy mit die Sumpfhöhle beispielsweise machen und euch easy das Artefakt sichern. Ihr könnt damit einfach dann auch dementsprechend Ausrüstung farmen in der Sumpfhöhle. Und es kriegt eben einen richtig krassen Buff, wenn es Insekten besiegt. Und dadurch, ja, es ist mega OP einfach, das Megatherium. Und es ist eben eine der Kreaturen, die mir am meisten Spaß machen, tatsächlich. In dem Spiel sieht mega nice aus, wie gesagt, mega stark. Und ihr könnt es auch gut einsetzen, um zum Beispiel die Brutmutter fertig zu machen. Denn da laufen genug kleine Spinnen rum, die dann immer dafür sorgen, dass ihr einen Insektenbuff kriegt. Und so seid ihr richtig OP in dem Bossfight. Mich würde interessieren, welche Dinos eure Top 10 sind. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.